Ja, hallo liebe Leute, zur, wo sind wir denn mittlerweile, 23. Folge unseres Die Gilde 3 Let's Plays. Ja, was haben wir denn vor heute? Stufenaufstieg bei einem Familienmitglied. Sehr schön. Wer ist denn da schon wieder? 14 Jahre ist er alt, der gute Hansbert. Der wird auch bald, dann eine Ehefrau gebrauchen können. Noch ein Jahr. Das könnte heute noch relevant werden. Genau, wir möchten heute auf jeden Fall Dings in Betrieb nehmen. Hier, Dings. Wie heißt's? Oh Gott, wo sind wir denn zu Hause? Hier. Wo haben wir das dann gemacht? Hier, glaube ich, in der Magierstube. Die hatten wir letztes Mal am Ende der Folge noch ausgebaut. Ah, da fällt mir ein, kurz als Info, am Ende der letzten Folge gab es ja noch zwei Mitarbeiteraufwertungen, die ich dann schnell noch nach der Aufnahme gemacht habe. Und während diesen Mitarbeiteraufwertungen kam tatsächlich die Einladung für die Gilde der Handwerker, wo ich dann auch noch schnell beigetreten bin. Also wir sind wieder in der Gilde der Handwerker. Wir haben es geschafft, zumindest vorerst mal, mal gucken wie lange. Und haben wieder die 10% Produktivität abgestaubt. Das nur als Info. Genau, und dann haben wir Ende der letzten Folge unser Labor ausgebaut und können da so lustige Sachen herstellen wie den Tarnmantel oder die Tarngugel, die richtig viel Geld geben. Und genau das möchte ich heute mal in Angriff nehmen. Und ich möchte auch nochmal versuchen, Kinder zu kriegen. Irgendjemand hatte geschrieben in den Kommentaren, und das will ich ausprobieren. In der Apotheke produzieren wir ja jetzt das Elixier des Dr. Faustus seit letzter Folge. Und das sagt die Beschreibung tatsächlich, dass es die Fruchtbarkeit erheblich erhöht und die Lebenserwartung. Wir können es ja mal ausprobieren. Glaube, ja, warum eigentlich nicht, ne? Der Tipp war auch noch, hab ein Gegengift parat, weil es kann auch nach hinten losgehen. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal tatsächlich im Lager mal ein paar einstellen, dass ein paar im Lager bleiben. Alles in Ordnung. Und nicht verkauft werden. Da gibt es ein Töchterchen. Guckt euch die mal an. 10 Intelligenz und 10 Charisma. Und 6 Geschicklichkeit. Ein Katzenmensch. Ihr seid flink und bewegt euch nahezu lautlos. Ein geborener Dieb. Oha. Alida. Nein, dann ist das natürlich die, Euer Ansehen hat sich verschlechtert. Wie könnte man denn eine geborene Diebin nennen? Mir fällt nichts ein. Mir fallen allgemein keine Namen mehr ein. Wir haben schon so viele Kinder. Wir nennen sie... Oh Gott, ich brauche einen Namen. Sonst ist die halbe Folge rum. Wir nennen sie Bertha. So, fertig. So, wir wollten jetzt hier das Elixier des Dr. Faustus. Lass uns mal 2 im Lager. Und das Gegengift gibt es im anderen Lager. Da machen wir das mal genauso. Da erhöhen wir mal auf 12, dass immer ein bisschen da ist. Und dann probieren wir das mal aus. Aber bis das produziert wird, das dauert noch. Drehen wir vielleicht auch einfach mal noch eine Runde so. Wir gucken mal. Geht's schon wieder? Noch nicht ganz. Jetzt nicht, bitte. Und hier hinten, Hansbert ist schon 15. Dem müssen wir jetzt ein Kind suchen. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Wie ist es bei ihr? Geht's auch noch nicht? Ich kann hier gerade unmöglich weg. Dann fangen wir mal bei ihm an. Okay, jetzt passiert wieder... Ich wollte eigentlich unser Labor in Betrieb nehmen. Jetzt habe ich wieder genau das Problem, dass wir da 1000 andere Sachen... Achso, der muss jetzt das erst noch fertig machen, offensichtlich, oder wie? Wir schmeißen die Liste mal raus. Ja, er ist immer noch dabei, obwohl er 15 ist. Dann soll er... Ah, nee, jetzt kann ich es doch abbrechen, oder nicht? Was gibt es? Weg damit! So, wo ist er, der Gute? Ja. Ihr wünscht mich zu sprechen. Denn hier? Dann gehst du einmal... Wo ist er denn unterwegs? Ah, ganz da außen. Dann gehst du einmal zum Markt, holst dir ein Pferd und ein Gewand. Und dann gucken wir derweil mal in die Ämter. Junge, das geht so schnell. Da sind schon wieder 3 Leute, haben sich da schon wieder beworben. Oh, der Bürgermeister ist offen. Der Bürgermeister ist offen. Da werden wir natürlich Wolfi reinsetzen. Ich bin der Meister. Und da Moppison den Bürgermeister wählt, ist das easygoing. Sonst gibt es nicht viel zu bewerben.
Ah, den Kämmerer darf auch ich benennen. Dann nehmen wir natürlich wieder Antonia. Das ist schon eine halbe Diktatur, ohne Witz. Also. So, ist Hansbert schon da? Sieht so aus. Kriegt ein Pferd. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Kriegt wieder so ein Gewand. Das reicht erstmal. Und dann machen wir mal langsam. Und dann suchen wir ihm eine Ehefrau. Ich bin der Meister. So. Was haben wir denn zur Auswahl? Im besten Alter. Eine 18-jährige Jungfrau. Eine 22-jährige. Eine 20-jährige Bürgerin, die gefällt mir. Die hat viel Material. Hochgeboren. Okay, das klang jetzt falsch. So, wo ist sie hier? Franziska war das, ne? Genau. Die wirst du dir jetzt holen gehen. So. Wo sind wir? Hier im Lila. Und wo ist die gute Frau? Sie ist hier drüben. Das müsste recht schnell gehen. Und dann gucken wir, bis Hansbert dahin geritten ist, ob wir hier jetzt nochmal Kinder machen können. Gleich. Ich bin gerade verhindert. Hier geht's schon wieder. Ich bin der Meister. Nur noch 30%. Das ist echt voll wenig. Ich weiß gar nicht, warum. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, es zu versuchen. Naja. Ja. Wir machen es trotzdem. Was ist das? Ist was? Hier sind es immerhin 36, aber das ist halt schon voll wenig. Naja. Ich kann so, da kommt Hansbert und los Familie geht's. Unterstützen wir im Gegenzug. Ich würde gerne mehr Zeit in eurer fesselnden Gegend. Ich bin voll übertrieben, sagt sie. Okay, dann machen wir noch ein Kompliment. Selbstverständlich. Eure Familie ist ein wahrer Segen für unsere Stadt. Sehr gut. Ich bin zur Stelle. Dann raspeln wir noch etwas Süßholz. Das ist so die gängige Praxis hier. Das funktioniert doch eigentlich meistens ganz gut. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben mittlerweile Charisma-Werte, wo das eigentlich es ist mir eine Freude. Fast immer funktioniert. Ich bin euch verfallen. Danke sehr. Aber es gibt wohl immer noch Ausnahmen. Ne? Jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen warten, bis das hier durch ist. Oh, wir haben es geschafft, trotz 30%. Perfekt. Wir gucken gleich. Es ist ein hübsches Gewand. Ich verlasse ihre dilettantischen Boah, es ist wirklich, er tut sich wirklich schwer hier bei der guten Frau. Die möchte nicht so richtig. Ah, ja. Wir kennen das Elend ja schon. Wir haben uns gefunden. Nächster Versuch. So, jetzt ist es wieder lieb, was wir sagen. Jetzt hier nochmal. Komm schon, Hansbert. Leg dich ins Zeug. Ja, also. Geht doch. So, noch ein letztes Kompliment. Ich will euch heiraten. Jemand erwartet ein Kind. Oh, und das ist das nächste Kind. Wir hatten zweimal Glück. Da dürfen auch die 87% mal daneben gehen. Ja, mein Herr. So, das müsste doch jetzt auch klappen. Ja. Ihr seid eine Krankheit, die Gilde trägt. Junge, jetzt geht's aber. Was ist denn hier? Ich bin von einer Gilde eingeladen worden. Ich bin doch schon in einer Gilde. Oh, einmal heiraten. Hier direkt ich auf der Straße. Und jetzt mein heiraten. Liebster. Diesem Ring nehme ich euch zu. So, dann haben wir das jetzt erledigt. Hansbert ist verheiratet. Jetzt gucken wir nach den Kindern. Wilfried und Clara. Jetzt pass mal auf hier. Ich bin zur Stelle. Astrid ist schwanger. Ich kann hier gerade Clara ist schwanger. Das passt. Jetzt werden Hansbert und Franziska noch ein Kind machen. Was ist da die Chance? 20%! Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass wir halt schon fast am Limit sind. Könnt ihr mir vorstellen. Ich glaube, dann begrenzen sie es einfach so. Weil sonst dürftest du, wenn wir mal bei 2020 angekommen sind, müssten sie den Knopf hier unten zum Kindermachen entfernen oder ausgrauen. Und um das zu verhindern, sinkt wahrscheinlich bei 2020 die Fruchtbarkeit auf 0%. Anders kann ich es mir nicht erklären, ne? Wir haben jetzt noch 2 Slots frei und dementsprechend nur noch 20% Chance und beim letzten Slot wahrscheinlich sogar nur noch 10. Ihr wünscht mich zu sprechen. Ja, dann lohnt sich, das brauchen wir auch gar nicht erst probieren, oder? Für die 2 benutzen wir dann mal das Elixier und gucken, wie es funktioniert.
Aber wir haben jetzt einen Haufen Familienmitglieder. Da müssen wir jetzt sowieso mal gucken. Was ist? Einbruch, ab ins Gefängnis. Wo wir die alle anstellen. Wir haben jetzt jede Menge Familienmitglieder, die nichts Was tun. Ist? Also ihn schicken wir zurück an die Arbeit. Er hatte eine. Die hier zwei haben noch gar keine Arbeit und die zwei hier unten haben auch noch keine Arbeit. Das heißt, wir und Clara ist schwanger. Kann man eine Schwangere auf eine Fernreise schicken? Geht das? Was passiert dann? Probieren wir aus. Dann lernen wir was. Ja. Wir schicken sie auf eine Fernreise, dann ist Clara beschäftigt. So, und jetzt haben wir noch vier Leute frei zum Arbeiten. Gucken wir mal, wo wir die anstellen. Ich denke, hier in der Apotheke ist die Liste sehr groß. Ich glaube, da macht es Sinn. Ich habe hier auch kein einziges Familienmitglied drin, so wie es aussieht. Nope. Das sind alles. Ich wollte. Dann schmeißen wir die alle raus. Ich hab vergessen. Ich bin ganz Ohr. Die Ursula schmeißen wir. Die ist eh schon 51. Der wäre eh demnächst gestorben. Ihn schmeißen wir raus. Soll ich ein Kraut zerstoßen? Und sie schmeißen wir raus. Alle entlassen. So, gut, dass es hier keine Gewerkschaften gibt im 14. Jahrhundert. So, und dann stellen wir unsere Leute ein. Clara habe ich gerade auf eine Fernreise geschickt, wenn mich nicht alles täuscht. Oh Gott, ich komme mit den Namen nicht mehr klar. So, wir haben einmal Hansbert und Franziska, die wir hier anstellen wollen. Ihr wünscht mich zu sprechen? So. Hansbert und... Jetzt nicht bitte. Franziska. Und dann haben wir Clara haben wir auf eine Fernreise geschickt. Wir haben noch Astrid und Gustav, genau. Ist was? Astrid. Und... Ich bin zur Stelle. Gustav. So. Die haben auch alle halbwegs vernünftige Produktivitäten. Dann müsste das eigentlich passen. Dann hat jeder eine Arbeit. Dann sind alle... das sieht ja übel aus hier. Dann sind alle Familienmitglieder in Lohn und Brot. So, jetzt gucken wir nochmal kurz nach Ämtern. Gibt es irgendwo Bewerbungsmöglichkeiten? Nein. Gut. Dann mache ich nochmal langsam und jetzt nehmen wir hier mal unsere Arbeit auf. Ich möchte erstmal ein bisschen Platz schaffen. Das bedeutet, ich schmeiße die 20 Talismänner raus. Das war eins der ersten Produkte. Die geben auch am wenigsten Geld. 220 Taler, das ist halt nichts mehr. Wir schmeißen die raus. Was hat man dafür gebraucht? 20 Knochenstaub, 40 Mondblumen und 40 Leder. Und diesmal gucken wir zuerst. Wir brauchen nämlich für die Tarngugel Knochenstaub. So. Und Leder. Und wir brauchen hier Tuch und Leder. Und dann können wir noch eine Stinkbombe machen. Die finde ich ganz gut, weil die wird aus normalen Bomben gemacht. Und die produzieren wir ja schon. Das könnten wir eigentlich auch machen. Und dann schmeißen wir... Was ist eigentlich mit diesem Krötenschleim? Was bringt der denn an Geld? 387. Das ist halt auch nicht mehr die Welt. Ich glaube, den schmeiße ich auch raus. Den brauchen wir, glaube ich, nirgends für was anderes. Krötenschleim? Nein. Ist ein Verkaufsobjekt. Das heißt, den schmeißen wir auch raus. So, jetzt aber eins nach dem anderen. Ich habe 20 Talismänner rausgeschmissen. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall 40 Mondblumen sparen, weil die brauchen wir gar nicht mehr. Dann können wir hier tatsächlich auf 20 runterreden. Wo ist es hin? Ich habe doch 20 eingegeben. Warum ist es jetzt weg? Oder habe ich mich vertippert? Na, das seht ihr im Video wahrscheinlich im Zweifel besser, was ich da wieder getrieben habe. Na egal, wir machen wieder 20 rein. Und werden auch im Lager bei der Mondblume... Nö, wir brauchen gar keine mehr, ne? Die 40 brauchten wir selber, die 20 sind für irgendjemand anders, also kommt's weg. Ne, wenn ich hier ins Lager gucke, Mondblume stehen bestimmt 20, genau, perfekt. So, dann zurück ins Labor und dann schmeißen wir den Krötenschleim noch raus. 10 Stück werden da gemacht. Und für 10 Krötenschleim brauchte man 10 Spinnenbeine, 10 Ektoplasmen und 30 Krötenaugen. Brauchen wir das hierfür? Nein. Für die Stinkbombe brauchen wir Krötenaugen. Okay. Die behalten wir dann. Aber Ektoplasma können wir reduzieren und Spinnenbeine können wir reduzieren. Ah nee, halt. Wir können ja auch noch den Gürtel der Metaphysik machen. Der braucht Ektoplasma.
Oh wow, jetzt wird's wild, Leute. Jetzt wird's richtig wild. Ich muss jetzt das irgendwo mir irgendwie merken. Ich kann's mir echt nicht merken. Wir haben 20 Knochenstaub und 40 Leder frei. Ich muss mir das jetzt mal hier nebenher, Vorsicht, jetzt raschelt's vielleicht, aber ich muss mir das jetzt nebenher auf den Zettel schreiben, sonst wird das echt nix. Sonst wird das nix. 20 Knochenstaub und 40 Leder haben wir hier frei gemacht durch die Talismänner. Und beim Krötenschleim haben wir frei gemacht 30 Krötenaugen. 10-mal Ektoplasma und 10-mal Spinnenbein. Ne? Das können wir nämlich dann, wenn wir die anderen Sachen produzieren, gleich abziehen. So, dann fange ich an. Wir machen 10-mal Stinkbombe. Das heißt, wir werden im Lager bei der normalen Bombe reinschreiben, dass wir 10 Stück behalten möchten. Die werden nicht mehr verkauft, auch nicht im Verkaufslager. Weg damit. Genau. Dann brauchen wir dafür 50 Krötenaugen. 30 haben wir gerade frei gemacht. Das heißt, wir brauchen noch 20 mehr. Also 70. Und haben dann intern eine Verwendung von 50 Stück. Kommt das hin? Wie sieht's denn beim Rest aus? Wir brauchen hier noch, nee, 50, 70, ne? Genau, wir stellen 70 her. Ja, passt. Und haben intern auch eine Verwendung von 70. Die verwenden wir alle selbst. Okay, passt. So. Habe ich jetzt nicht die Stinkbombe schon hier reingezogen? Nee. So, dann brauchen wir 40 mal Weingeist. Das ist halt richtig übel. Ich packe sie schon mal hierher. Und wir werden dafür jetzt die Stinkbomben im Verkaufslager verkaufen. Wir werden im normalen Lager dafür sorgen, dass hier keine Stinkbomben mehr eingelagert werden. Das ist ein Endprodukt. Und jetzt müssen wir für 40 Weingeist sorgen. Hier passen noch 20 drauf. Und dann müssen wir nochmal 20 extra einstellen. Das heißt, das sind 40 Weingeist. Für 40 Weingeist brauchen wir 20 Wildrosen, 20 Brombeeren, 20 Wasser. Ups, und damit ist die Liste schon wieder voll. So, Wildrosen. Wasser. 110. Brombeeren, 110. Und die müssen wir dann auch noch irgendwo produzieren. Kräuterbude, Kräuterhexe. Ja, hier passen die noch gut drauf. Ihr macht 50 Brombeeren und 70 Wasser. So. Und wir müssen im Lager noch 40 Weingeist draufpacken. Ach so, das ist die Schneiderei. Ich habe daneben geklickt. Dahinter ist das Lagerhaus. Genau, 120. So. Passt. Dann haben wir die Stinkbomben abgehakt. Soweit. So, und jetzt machen wir uns an die Sachen hier. Jetzt wird's heftig. Ich muss hier auf meinem Zettel mal die 30 Krötenaugen durchstreichen, weil die haben wir auch durch. So, dann wollen wir 10 Tarngugeln machen. 10 Stück. Dafür benötigen wir... Oh, jetzt kommt der Geistesnebel. Den können wir gar nicht mehr produzieren, ne? Jetzt wird's wild. Jetzt kriegen wir aber ein richtig... Jetzt wird's... Okay, wir fangen vielleicht mit dem Gürtel an. Das ist einfacher. Für den Gürtel, für 10-mal Gürtel, brauchen wir 20-mal Leder. Wir haben eh schon 40 frei gemacht, dann brauchen wir erstmal nichts tun. Das reduziert sich dann auf 20, was noch frei ist. Wir brauchen 30 Juwelen. Juwelen beschaffen wir aktuell sowieso 20. Wofür eigentlich? Oder ist das einfach noch falsch eingestellt? Das würde ja wieder zu mir passen.
Nein, hier. 20 Stück für die Argus-Augenbrille. Okay, das passt. Da kommen dann noch 30 drauf. Also brauchen wir 50 Juwelen. Das möchten wir auch im Lager tun. So. Dann haben wir auch das. Dann haben wir auch die Juwelen, Lederhammer. Und dann brauchen wir 50 Ektoplasma. Das ist natürlich ein Riesending. 50 Stück. Das heißt, wir bohren hier auf 60. Aber da werden immer 5 Stück auf einmal produziert. Das heißt, wir brauchen 10 Knochenstaub, 10 Alkohol und 10 Fett. Knochenstaub haben wir sowieso 20 frei. Dann sind das nur noch 10. Dann brauchen wir da nichts tun. Und dann brauchen wir noch 10 Alkohol und 10 Fett. Fett und Alkohol. Das wollen wir auch im Lager erhöhen. Vertippt. 240. Und 100 Fett. Das müssten wir dann eigentlich auch in unserer Tierzucht noch produzieren. Nicht wahr? Eigentlich bräuchten wir hier 10 Fett mehr. Warum geht hier eigentlich nichts? Um Himmels Willen, was ist denn hier im Lager los? Seht ihr, was ich sehe? Ups! Was ist hier denn passiert? Warum wird denn das Leder nicht wegtransportiert? Und warum haben wir so viel im Verkaufslager? Wir haben im Verkaufslager gar nichts eingestellt, aber es ist ein Haufen drin. Versteht das jemand? Ich meine, ich weiß, dass hier viel Leder produziert wird, aber das soll doch eigentlich ins Lager. Okay, vielleicht müssen wir es wirklich dazu zwingen und hier 0-0 sagen. Weg damit. Auch beim Fett. Weg damit. Vielleicht ist das der Weg. Vergrößern mal schnell das Lager ein bisschen, dass da auch wieder gearbeitet wird. Mehr Lagerslots. Und vielleicht auch mehr Lagerfläche. So, damit haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz geschaffen hier. Kann wieder produziert werden, aber das Zeug muss weg. Was machen die denn? Wohin soll's gehen? Dirk braucht ein Pferd. Wo ist er? Wo ist Dirk? Hier. Der braucht ein Pferd. Wo ist der nächste Markt? Hier. Bin schon unterwegs. Wir schicken ihn mal hier an den Markt. Bin so gut wie da. Das irritiert mich total. Aber jetzt wollten wir eigentlich noch nach dem Fett gucken. Wir wollten hier noch 10 Fett produzieren. Kriegen wir das mit dem Schwein abgedeckt, die wir haben? Wir haben 5 Schweine. Nee, Fett wird aus Schweinefleisch gemacht. Halt. Und zwar 4 Stück aus einem Schweinefleisch. Das heißt, bei 100 brauchen wir 25 Schweinefleisch. Ja, das geht sich noch aus. Das passt noch. Okay. Passt. Dann lass mich jetzt gucken, haben wir dann alles für den Gürtel abgedeckt? Ah ne, fürs Ektoplasma gucken wir. Genau, Alkohol, Fett, ja, das passt. Dann können wir erstmal laufen lassen, dann werden wir direkt jetzt schnell ein Pferd besorgen. Stillstand ist Rückschritt. Und gucken derweil, was hier blinkt. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Ja, das ist okay. Okay, jetzt wird's weggebracht. Wieso geht... Oh nein, Dirk geht zur Gerichtsverhandlung. Der ist ja angeklagt, weil er angeblich jemanden angegriffen hat. Oh nein. Wie tragisch. Ich hoffe, er wird nicht verknackt. Naja, dann ist es erstmal, wie es ist. Der Krieg ist verloren. Wie sieht es hier im Lager eigentlich mit Leder aus? 120, 240... Nicht Lager. Leder. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ja, es ist alles drin. Können wir das Lager noch größer machen? Nein, das Lager ist mittlerweile auch ziemlich voll. Da müssen wir auch mal gucken. Ich mache noch mal langsam, ob es hier überall mit rechten Dingen zugeht. Wir haben zum Beispiel unendlich viel Weizen im Lager. Warum eigentlich? Wir wollen eigentlich nur 20 haben. Den Rest bitte verkaufen. Wie sieht es beim Alkohol aus? 240, das passt.
Wovon haben wir denn noch so viel? Nee, das geht. Es ist einfach nur die schiere Menge an unterschiedlichen Sachen. Beim Wasser haben wir noch so viel. Nee, das passt aber auch. 110, 110. Und ich nehme an, das bei den Brombeeren passt auch, ja. Das Lager ist leider ziemlich voll. Gut. Vielleicht müssen wir da auch mal ran. Gut. Soweit erstmal dazu. Es wird allmählich kompliziert. Ihr merkt's. Also finde ich zumindest. So. Dann gucken wir wieder hier zurück. Produktion kann nicht ausgeführt werden. Ja, die haben wir ja gerade ausgeführt. Das passt schon. Was wollten wir jetzt machen? Noch Tarn googeln? Und dafür brauchen wir Geistesnebel und auch für den Tarnmantel brauchen wir Geistesnebel. Für und wie viel, ne? Wir bräuchten für 10 Tarngugeln bräuchten wir 30 Geistesnebel und für 10 Tarnmäntel nochmal 10. Wir bräuchten 40 Geistesnebel. 40, den kriege ich hier gar nicht mehr unter. Oh wow. Wir könnten eine zweite Apotheke gebrauchen. Sehe ich das richtig? Warum haben wir eigentlich Gerstenmehl hier? Achso, das haben die Verheirateten mitgebracht, ne? Das können wir mal alles verkaufen, dann ist es weg. Dann ist wieder Platz. Ja, wie machen wir denn das jetzt am dümmsten? Wo kriege ich den Geistesnebel her? Was brauchen wir dafür eigentlich? Wir bräuchten für 40 Geistesnebel 40 Fett, 40 Ektoplasma, 40 Weingeist. Das geht eigentlich. Wir müssen nur gucken, dass wir Platz schaffen. Und das Einfachste wäre wahrscheinlich, wenn wir die Wildrose rausschmeißen. Die kann ja unser Badeparadies noch produzieren, ne? Da muss es halt übers Lager gehen. Das heißt, wir erhöhen hier auf 80. Guck mal ins Lager, genau, 40, 40. Der Rest geht ins Lager. Ne, Moment, 40 Stück ist doch viel zu wenig. Wir produzieren 100 hier. Entschuldigung, wie komme ich denn auf 40? 40 haben wir schon draufgelegt, das heißt, wir brauchen nochmal 60. Dann sind es 100. Dann sollen das doch die Jungs hier machen. Und gucken, ob das nicht auch funktioniert. Und gucken mal ins Lager. Wildrosen haben wir aktuell keine drin, ne? Die kriegen wir hier auch nicht mehr rein. Dann blockiere ich die hier und machen das im anderen Lager. So. Das ist nämlich noch ziemlich leer. Vielleicht ist ein reines Verkaufslager doch nicht so effizient, wie ich dachte. Vielleicht müssen wir da mal ein paar Waren umlagern hierher zu's. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Aber das machen wir später. Ich will jetzt nur noch die Google-Sachen fertig machen. Das bedeutet für die Apotheke, wir schmeißen die Wildrosen hier raus und werden im Lager dafür sorgen, dass wir sie beschaffen und nicht mehr selber herstellen. Und dann wird das jetzt das Badeparadies machen. Dafür haben wir jetzt Platz geschaffen für 40 Geistnebel. Das ist ordentlich. Das ist richtig ordentlich. So, 40 Geistnebel bedeutet 40 mehr Weingeist. 40 mehr Weingeist bedeutet 20 Wildrosen. Da geht's schon weiter. 120. Ab ins Badeparadies. 20 mehr. Ab ins Lager. 120 haben wir gesagt. So. Zurück in die Apotheke. Und wir brauchen 20 mehr Brombeeren und 20 mehr Wasser. Right? Ja. Oh wow. Also 130. 130. Ich glaube, da fange ich auch schon mal im anderen Lager an. Wir werden hier auch schon mal
50 einlagern und auch vom Wasser. Ich denke, dann können wir schon mal ein bisschen verteilen. Und dann muss das auch hergestellt werden irgendwo. Das heißt, wir haben hier 70 Brombeeren und 90 Wasser. So. Damit ist der Weingeist erledigt. Jetzt brauchen wir noch 40 Ektoplasma und 40 Fett. Da müssen wir im Lager wieder gucken. Ektoplasma brauchen wir damit 70. Und Fett brauchen wir jetzt plötzlich wieder. 40 Stück. Beschaffen bitte. So. Ich denke, das werde ich jetzt auch in dem Lager in Angriff nehmen. Einmal Fett und einmal Ektoplasma. Jetzt mischen sich die Lager natürlich. Da müssen wir halt irgendwann mal gucken, ob wir dann nochmal rangehen dann. Hilft ja nichts. So, 40 Ektoplasma, das ist ordentlich. 90. 10. 40 geteilt durch 5 sind 8. Das heißt, wir brauchen eigentlich 10 mehr. 10 mehr Knochenstaub, den haben wir auch noch Luft laut meinem Zettel. Und dann nochmal 10 Alkohol und nochmal 10 Fett. Ganz schön kompliziert. Perfekt. Ich glaube, das werde ich auch im anderen Lagerhaus. Fett haben wir ja schon, genau. Dann werde ich Alkohol werde ich auch mal noch ein bisschen hier einlagern. So, oh, habe ich beim Rest vergessen. Nee, wir wollen es ja nicht beschaffen. Doch, Alkohol schon. Den müssen wir kaufen, den haben wir ja nicht. So. So viel dazu. Und dann brauchen wir, haben wir das Ektoplasma. Und jetzt brauchen wir hier 40 Fett. Und für das Ektoplasma brauchen wir auch nochmal 10. Das sind 50. Dann müssen wir hier nochmal gucken. 60. Und für 50 mehr Fett brauchen wir 13 mal Schweinefleisch. Also 15 mal Schweinefleisch. Das sind dann 40. Und dazu brauchen wir 3 Schweine mehr. So, und die wollen auch produziert werden, nehme ich an. Ah, werden sie schon. Perfekt. Gut, dann haben wir den Geistnebel. Eigentlich. Das müsste laufen. Das heißt, wir haben für unsere Google den Geistnebel besorgt. Dann können wir mal 10 Stück hier reinhauen. Müssen im Lager noch gucken. Geistesnebel 40. Beschaffen. Das müssen wir dann auch im Lager mal gucken. Hier ist es 00, genau. Dann machen wir das hier im Sammelsurium. 40 Stück. Der wird hier eingelagert. Zurück ins Labor. So, und dann brauchen wir noch 30 mal Leder. Mein schlauer Zettel sagt, 20 haben wir noch übrig. Also müssen wir noch 10 Stück besorgen. Wieso steht hier 0? Ach so, ja. Ja, ja. Wir haben es ja rausgeschmissen. Das heißt, 30 Stück. So. Und 10 Stück müssen wir noch produzieren. Moment. 10. So. Das passt. Das weg. So. Und für den Tarnmantel. 10 Stück. Dafür brauchen 80 Leder. Die 10 Geistnebelhammer und 50 Tuch. Wahnsinn. So, aber damit sind 10 Spinnenbeine noch zu viel. Die können wir dann runternehmen. Die sind noch übrig auf meiner Liste. Das heißt, weg damit. Und jetzt müssen wir nur noch in Anführungszeichen für 90 Leder und 50 Tuch sorgen. Das heißt, hier einmal 80. Und beim Tuch
50. Das werde ich jetzt kaufen. Erstmal. Wir können es in unserer Schneiderei selber herstellen. Das schaffe ich in der Folge aber nicht mehr. Das heißt, ich lasse hier erstmal den Verkauf sagen. Das merken wir uns aber definitiv für die nächste Folge. Und jetzt müssen wir uns nur noch um 80 Leder kümmern. Ich werde hier schon mal das Lager vergrößern für Leder. Und dann gucken wir nochmal in unser Fleischparadies. Wir müssen 80 Leder produzieren. Das heißt, wir können hier nochmal 30 draufpacken, sind 90. Es hat ja mehr als genug Leder. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Wir haben so viel Leder im Lager. Ich glaube, wir überproduzieren sowieso total, ne? Aber für die 30, die ich hier jetzt noch draufgepackt habe, brauche ich nochmal geteilt durch 5, 6 Kühe. Also 56. Wir haben 49 im Lager, das passt. Da werden auch mehr produziert, glaube ich. Ja. Ich lasse es erstmal so und wir gucken uns an, ob es läuft. Ja, dann sind wir in dieser Folge ja zeittechnisch nicht wirklich weit gekommen. Wir haben um 22 Uhr angefangen, jetzt ist 5 Uhr, wir haben nicht mal 12 Stunden geschafft. Aber wir haben eine ganze Folge gebraucht, um das hier in Betrieb zu nehmen. Ich bin gespannt, ob es läuft. Das werden wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall angucken. Wir gucken noch mal kurz nach Ämtern. Nope, es gibt nichts, wo wir uns bewerben könnten. Das bedeutet, wir sind mit der Folge an der Stelle durch. Wir werden in der nächsten Folge gucken, ob das läuft. Wir müssen unsere Lager auch mal noch ein bisschen aufräumen. Wir fangen jetzt an zu mischen, das wird jetzt unschön. Und wir können ja dann noch unsere Schneiderei vergrößern. Das will ich auf jeden Fall noch tun. Und genau, in der Wissenschaft sind wir fertig. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge noch unsere Schneiderei vergrößern. Und dann geht's weiter. Dann ist der nächste Punkt der Graf, den wir erreichen wollen. Genau. Und in dem Sinne sind wir an der Stelle fertig für heute. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der 24. Folge dann wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.